Ja, erst heute wieder habe ich über unsere Kommentarfunktion gelesen. Ja, Herr Janicke, ich würde ja gerne mein Girokonto wechseln. Ich würde ja gerne zur DKB gehen, um endlich ein kostenfreies Girokonto zu haben, weil ich zahle schon so viele Gebühren. Aber denn dieser Widerspruch bei Ihnen steht auf der Seite, das Geld abheben ist kostenlos und wenn ich dann zu dem Geldautomaten meiner Bank gehe, da steht dann der Hinweis mit der Gebühr, dass das Abheben von Fremdkarten so und so viel halt kostet, ja. Was ist mit diesem Widerspruch? Wie klärt sich dieser Widerspruch auf? Und ich bin das Ihnen vielleicht schon etwas länger schuldig. Ich habe es immer wieder in Artikeln drin, aber nie ein separates Video darüber gedreht. Und genau das bekommen Sie heute. Denn es gibt keinen Widerspruch. Das, was geschrieben ist, dass das Abheben mit der DKB-Visa-Karte tatsächlich kostenfrei ist, ja, das funktioniert. Und das beweise ich Ihnen jetzt hier gleich an dem Automaten in dieser Bank hinter mir. Ja, genau. Und so sieht dann so ein Gebührenhinweis aus. Und hier bei mir in der Sparkasse ein sehr fortschrittlicher Hinweis. Hier steht nämlich für Nicht-Sparkassenkunden mit anderen Kartenprodukten, also anderen als der Girocard. Hiermit ist gemeint, also mit den anderen unserer DKB Visa Card. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Ihre kartenausgebende Stelle ein Entgelt verlangt, erfragen Sie bitte dort. Das ist sehr, sehr fortschrittlich. Hier braucht man wirklich keine Sorge haben, dass eine Gebühr anfällt und dass keine anfällt. Das sehen Sie jetzt mit meiner Abhebung, denn ich hebe natürlich mit meiner DKB Visa Card dann hier auch ab. Wieder reingeschoben. Kann man das so sehen? Ja, gell? Deutsche Sprachauswahl. Hier lassen Sie sich nicht irritieren wegen Wunschbind. Früher, später werden wir es auch bei der DKB bekommen, aber aktuell gibt es das noch nicht. Wir heben 100 Euro ab. So, jetzt müssen wir die Kamera so drehen, dass man jetzt nicht sieht, den PIN ich eingebe. Genau, und hier ist mein Bargeld. Und dass das jetzt wirklich keine Gebühr gekostet hat, das sehen Sie jetzt am Kontoauszug. Natürlich war für mich als DKB-Kunden die Abhebung gebührenfrei, wie Sie hier zweifelsohne am Kontoauszug erkennen können. Selber bin ich seit 2004 schon Kunde dieser Bank und habe noch niemals Gebühren für das Abheben von Bargeld gezahlt und das wird auch ja, in der Zukunft so sein. Gleichzeitig möchte ich aber auch festhalten jetzt, dass diese positive Entwicklung, über die ich jetzt auch ja, selber überrascht bin, am Automaten stand ja gar nicht mehr die Gebühr dran, wo ich noch vor 2 und 3 Jahren immer getitelt habe und gesagt habe, ja, das ist der Warnhinweis zum Abschrecken, das ist nicht für Sie als derjenige, der DKB-Kunde ist, das ist für die ganzen Kunden dieser Filialbank, dass die bloß nicht auf die Idee kommen zu wechseln, ja, dass da so eine Verunsicherung ist, okay, hier zahle ich zwar 5 Euro oder 7 Euro, manche zahlen aber auch 10 Euro Kontoführungsgebühr, aber dafür kann ich ja im nächsten Jahr gebührenfrei abheben und wenn ich jetzt bei der Direktbank bin, die vielleicht kostenlos ist, aber dafür ich da halt jedes Mal immer 5 Euro und Abhebegebühr zahle oder bei einem sind es auch 57 an den Hinweisen gewesen, dann rechnet sich das ja gar nicht, ja. Diese Hinweise ist jetzt an dieser Bank verschwunden, der war vor einem guten Jahr oder vor 2 Jahren noch da, den habe ich mich selber dort in dieser Filiale von fotografiert, kann man auch, ich muss das mal raussuchen, dann verlinke ich das ja auch, kann man das auch noch original sehen, da wurde ausgetauscht. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft, ja, auch der Ehrlichkeit im Bankwesen. Denn das war natürlich nur zur Kundenirritation gedacht, ja. Ich bin extra noch zu einer zweiten Bank hingefahren im selben Ort, zu einer ja, Raiffeisenbank. Um da dasselbe für Sie zu machen, da gab es gar keinen Hinweis mehr, der war komplett weg, ja. Auch eine gute Entwicklung, jetzt ist es gerade, wo ich das Video aufnehme, am Sonntag und je nachdem, wenn Sie schon tiefer in unserer Community drin stecken, wissen Sie, wenn ich nicht auf Reisen bin, bin ich in meiner Wahlheimat hier im Allgäu, da gibt es jetzt nicht so viele Banken in der Nähe, wo man das gleich machen kann. Die Botschaft ist aber klar von diesem Video, wenn Sie
Kunde bei der DKB werden, ja, wenn Sie Ihr Girokonto wechseln von Ihrer Serienfialbank, ja, mit Kontoführungsgebühren zu einer Direktbank, ja, brauchen Sie sich um das Geld abheben keine Sorgen machen. Ja, das haben Sie nach wie vor kostenfrei. Die DKB übernimmt diese Gebühren, also es entstehen natürlich Gebühren, weil der lokale Geldautomat erbringt eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung für Sie, zahlt Ihnen Geld aus. Und muss das natürlich mit der DKB verrechnen. Da fallen Gebühren an. Das ist im Schnitt in Deutschland so 1,75 Euro. Diese Gebühr wird der DKB berechnet und diese Gebühr zahlt die DKB dann auch der lokalen Bank, wo sie Geld abgehoben haben. Und die trägt sie selber. Ne? Die wird nicht weitergereicht. Von daher gibt es auch da halt ein paar Einschränkungen, die sind aber relativ harmlos. Ja? Der Mindestabhebebetrag bei der DKB sind 50 Euro. Das ist vielleicht für eine, die jetzt auch wegen 10er oder 20er zum Automaten gehen, denn eine Umstellung, weil wenn Sie das ins Verhältnis setzen, ja, 10 Euro abheben, 1,75 Euro Gebühr dafür zahlen, auch wenn es nicht direkt ist, fällt ja bei der Bank an. Und diese tollen kostenlosen Konditionen stellt uns die Bank gerne zur Verfügung, möchte sie auch künftig zur Verfügung stellen, aber es muss sich wirtschaftlich rechnen. Von daher ist dieser Mindestabhebebetrag von 50 Euro am Automaten, das wird für die meisten gar kein Problem sein. Die wenigsten kriegen das überhaupt mit, weil sie halt einfach eine höhere Summe abgeben. Aber wir haben natürlich auch schon welche bei uns auf dem Portal gehabt, für die das eine Herausforderung war, beziehungsweise vielleicht auch einfach ungewohnt. Also das muss man wissen, der Mindestbetrag beim Abheben mit der DKB Visa-Karte ist 50 Euro. Der Höchstbetrag sind 1.000 Euro am Tag. Oh, das ist auch schon eine Menge. Das ist sogar ein bisschen mehr als bei den ein oder anderen Marktteilnehmern. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Wenn Sie Fragen dazu haben, gehen Sie bitte unter dieses Video in unserem Begleitartikel, da finden Sie Kommentarfunktion. Vielleicht finden Sie da sogar schon die Antwort auf Ihre Frage. Wenn nicht, stellen Sie einfach Ihre Frage aus unserer Community, von meinem Team oder von mir persönlich, erhalten Sie gerne Antwort, soweit wir das wissen. Und wenn Sie jetzt das nächste Mal an Ihrem Geldautomaten sind und die Lust haben und die Freude haben, uns zu schreiben, machen Sie einfach ein Foto von dem, was dort an Aushang, an Gebührenhinweis, an Warnhinweis oder quasi einfach nur an Informationen ist, dann haben wir wieder ein aktuelles gesammeltes Bild, was wir gerne über die Sonntags-Mail, also jeden Sonntag diese E-Mail an unsere Community zur Verfügung stellen, wie aktuell gerade draußen die Lage ist für uns smarte Bankkunden mit smarten Direktbanken. Also dann bis nächsten Sonntag, entweder per E-Mail oder hier bei YouTube.